ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen zum sportlichen Spätsommer. Ich freue mich riesig, dass du die nächsten 2 Wochen dabei bist. Jeden Tag, so circa zwischen 20 und 40 Minuten. Wenn du möchtest, kannst du natürlich jederzeit auch immer einen Tag Pause einplanen, wann du möchtest, und dann am nächsten Tag mit dem nächsten Training starten. Also diese 2 Wochen kannst du gerne auch auf 3 Wochen verlängern. Das machst du ganz so, wie du dich wohlfühlst. Wir werden natürlich unseren Körper straffen, formen, Fette verbrennen, Energie verbrauchen, uns auch entspannen und durchbewegen und natürlich Spaß haben, hoffe ich. Und heute starten wir gleich mit einem aktiv und ausdauernd. Also wir wollen uns wirklich richtig aktiv bewegen, werden immer eine Zeit lang slow runnen, also wirklich rennen. Das kannst du, wie wenn du Seilspringen würdest, auf dem Mittelfuß. Du kannst gerne mal kurz ausprobieren. Genau. Und das Ganze dann rechts, links im Wechsel. Das werden wir immer 1 Minute lang machen und dann kommen 45 Sekunden lang ein Schritt. Das zeige ich dir dann, was da kommt. Wir werden 2 Durchgänge mit jeweils 8 Schritten haben und beim 2. Durchgang nehmen wir noch Arme dazu. Natürlich kannst du die Arme auch jederzeit weglassen. Jetzt starten wir mit einem Aufwärmen und dann geht sofort los. Vielleicht lädst du noch jemanden ein, sich mitzubewegen. Ich freue mich natürlich, wenn sich ganz viele Menschen die nächsten 14 Tage bewegen. Also richte dich auf, Brustbein anheben, atme zuerst tief durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Lass locker, nochmal einatmen nach oben und ausatmen, locker. Nase ein, Mund aus. Noch einmal ein und dann streckst du dich und räkelst dich, zieh dich lang, trete mit den Füßen am Boden rechts und links im Wechsel, nimm mal die Handrücken, mal die Handflächen nach oben und vielleicht nochmal gähnen und dann die Arme auslockern nach unten. Roll die Füße ab von der Fußspitze auf die Ferse, ganz locker, so lass deine Fußgelenke schön warm werden. Ich habe heute Schuhe an, ziehe immer ganz gerne Schuhe an, wenn ich laufe, aber du kannst natürlich auch ohne Schuhe mitmachen. Die Arme auch gleich mitnehmen. Denk an deine Körperspannung und auch an die Krone auf deinem Kopf, die du nach oben in Richtung Decke schiebst. Jetzt lass die Arme locker, roll weiter ab und kreis deine Schultern nach hinten. Größer werden, Ellbogen. Nochmal kleiner werden, Schultern. Sehr gut. Und dann gehst du am Platz, einfach mal marschieren. Arme gehen mit. Okay, so ein bisschen aufgewärmt, ja, wir starten sowieso jetzt mit 1 Minute Slow Running, also wenn du nicht laufen möchtest, kannst du genauso weitergehen, also musst nie laufen, dann machst du einfach ein Walking daraus. Ich mache uns jetzt den Takt an, das sind für Slow Running 180 Beats per Minute, geh nur weiter, nicht stehen bleiben. 180 Schläge pro Minute, also das ist wirklich relativ schnell, so wie ich es dir vorher gerade gezeigt habe. Wenn du weitergehst, dann mache ich uns den Piepser auch an. Und der Piepser sagt uns immer, wann wir dann mit dem nächsten wieder starten. Geh weiter. Einfach weitergehen. Jawohl. Und dann mache ich uns auch den Takt an. Der geht los. Okay, das ist unser Slow Running Takt. Mittelfuß. Wenn es nicht geht, dann gehst du. Unsere 45 Sekunden zwischendurch, die sind immer im halben Tempo. Also da gleich umstellen, auch vom Kopf her. Aber das siehst du dann gleich.
Nimm die Arme wirklich im rechten Winkel mit. Wichtig ist weiteratmen. Wichtig ist stabile Körpermitte. Okay, unsere erste Minute oder dreiviertel Minute ist jetzt gehen, halbes Tempo. Und dazu die Knie gerne auch höher. Komisch langsam, oder? Knie höher, höher, höher. Bist du bereit? Kommt gleich unsere nächste Runde. Mit Slow Running. Mittelfuß. Und Arme mitnehmen. Mach noch weiter. Bereit für den nächsten Schritt? Okay. Halbes Tempo, Ferse. Ferse. Einfach nur im Wechsel die Fersen nach vorne stellen, rechts und links. Arme kommen wirklich ganz locker mit. Okay, eine Minute, slow running. Immer wieder an Seilspringen denken zwischendurch, dann weißt du ungefähr, wie du dich bewegst. Schultern zurückziehen und Bauch spannen. Okay, nächster Schritt ist Kick. Kick. Rechts, links im Wechsel. Sehr gut. Spannung in die Beine. Richtig mit Kraft. Und nächste Runde. Einfach weiterlaufen. Lauf nur weiter. Mittelfuß. Schau nochmal die Arme an. Neben dem Körper.
wird schon langsam warm, oder? Atmen. Du kannst auch so ein bisschen in deiner Wohnung rumlaufen, wenn du möchtest. Jetzt kommt der nächste Schritt. Erst wieder halbes Tempo. Knie hoch, hoch. Das geht ganz einfach im Wechsel. Oder du machst noch so einen kleinen Bouncer in die Mitte. Hoch, hoch. Spannung. Gar nicht so leicht, weil wir ziemlich lang auf einem Bein stehen und unsere Balance trainieren. Okay, schon wieder unsere nächste Runde. Laufen. Mittelfuß. Komm, komm, komm. Geht schon noch. Okay, nächster Schritt, ein Schritt zur Seite, rechts, links, rechts, links. Ruhig einen großen Schritt ausführen. Okay, schneller. Jetzt haben wir dann nur noch 3 Schritte von der ersten Runde. Toi, toi, toi. Schaffen wir. Denk nochmal an deine Arme, dass die auch nach hinten gehen, die Ellbogen. Bereit für den nächsten Schritt? Okay, jetzt tippst du außen, außen. Einfach nur Tap. Müssen wir uns vom Kopf immer wieder umstellen. Merkst du das? Vom Tempo. Ganz schnell umstellen. Gleich geht es wieder weiter mit Laufen. Dann fehlen uns noch 2 Schritte in der ersten Runde. Okay. Denk immer noch mal an die Körpermitte.
Okay. Okay, auseinander und Side to Side. Das heißt, du tippst, tippst, tief hoch, tief hoch. Denk daran, deine Knie jetzt nach außen zu setzen, Richtung Fußspitze zeigen zu lassen. Schneller. Wieder schnell. Und noch ein Tritt. Aufrichten. Okay, noch ein letzter Schritt. Da bleiben wir dann gleich am Platz stehen, aber noch nicht. Wenn es piepst, letzten Sekunden. Okay, und dann bounce du. Kannst die Arme einfach so mitnehmen. Rechts, links. Knie Richtung Fußspitzen zeigen lassen, das ist wichtig. Dann kommt nämlich unsere zweite Runde schon. Und wie gesagt, wenn du nicht laufen möchtest, dann gehst du einfach. Und wir werden jetzt dann bei diesen Schritten ein bisschen Arme dazu nehmen. Okay, jetzt wäre auch der richtige Moment, einen Schluck zu trinken, wenn du möchtest. Generell wirklich immer vorher und nachher ein Glas Wasser trinken, damit du den Flüssigkeitsbedarf deckst. Und falls du zwischendurch trinken möchtest, dann mach das jetzt zurück. Aber bleib so ein bisschen in Bewegung. Also versuch mal nie ganz stehen zu bleiben. Atmen. So, gehen wieder. Der Schritt bleibt natürlich. Und deine Arme, die nimmst du jetzt zur Seite. Spreiz deine Finger und mach kleine Kreise nach vorne. Für noch schönere Schultern. In die andere Richtung, zurück. Okay, kreisern. Nachher noch mal, aber jetzt rollen wir noch mal die Füße ab.
Alles noch gut? Sonst zwischendurch Gehpausen. Einlegen machst du es nur für dich. Wohlfühlen ist wichtig. Weißt du noch den nächsten Schritt? Genau, Ferse vor. Ferse, Ferse. Und die Arme, die kreist du jetzt noch einmal nach hinten. Schritt geht weiter. Und jetzt schiebst du die Arme nach außen. Schieben, schieben, schieben. Okay, laufen. Komm. Du musst immer schon mal überlegen, welcher Schritt als nächstes kommt. Okay, weißt du es? Der Kick, oder? Genau, Kick. Kick. Kraftvoll kicken. Und deine Arme, immer wenn rechts kickt, boxt links nach vorne. Wenn links boxt, kickt, dann boxt rechts nach vorne. Fest, fest. Noch fester, komm. Okay. Und nochmal laufen. Blick nach vorne, gut. Am besten so in den Horizont, dann läufst du nämlich aufgerichtet. Okay, Knie und die Arme. Die nimmst du mit, das heißt, du gehst rechts zur Seite, wenn dein rechtes Knie hochkommt und versuch Rückspannung in die Arme aufzubauen. Schultern entspannt halten. Arme über Kopf heißt natürlich, dass der Puls schon ein bisschen höher wird. Endspurt. Okay, laufen. Nochmal an Seilspringen denken.
4 Schritte noch. Endspurt. Erst wieder gehen, komm so ein bisschen hier rüber und einen Schritt zur Seite. Einen. Und deine Arme kannst du einfach ganz lang nach vorne strecken und zurückziehen. Okay, komm, laufen. Der nächste Schritt war genau der Seitentipp. Also einfach zur Seite tippen. Okay, jetzt Tipp, Seite, aufrichten, Arme sind hier, Schultern tief und machst ganz kleine Kreise mit den Händen umeinander. Komm, Tempo. Für die Schultern. Okay, laufen. Alles noch klar bei dir? Der erste Teil ist wirklich aktiv und ausdauernd, oder? Okay, so, Side to Side, tippen und die Arme schiebst du kraftvoll nach unten. Nach hinten, unten, genau. Dann kommt noch ein letztes Mal laufen und dann noch ein letzter Schritt. So, letztes Mal.
alle Kräfte sammeln. Atem fließt noch, ganz wichtig. Okay, Bounce, das war unser letzter Schritt. Arme hoch, tief, hoch. Richtig nach oben boxen, nach unten. Letzten Sekunden. Okay, loslassen. Geh im halben Tempo weiter. Mir ist warm. Ich hoffe, dir auch. Lass wirklich locker. Und tippe mit der Fußspitze nach vorne. Rechts, links. Sehr fleißig. Morgen heißt es mobil und beweglich. Werden wir uns erstmal durchbewegen, bevor wir übermorgen dann uns stärken, kräftigen. Auf jeden Fall was trinken jetzt nachher dann. Gut, nach außen tippen. Und dann gehst du einfach mal außen. Bleibe hier, tauche ein und roll dich auf. Mach weiter, tauch nochmal ein, Brustbein taucht nach unten. Und aufrollen. Noch zweimal. Ein letztes Mal. Linke Ferse anheben. Dreh dich nach rechts. Komm hier tief, Knie. Ganz strecken hinten und vorne deine Ferse unterhalb vom Knie. Und jetzt federe mit deinem Becken ganz sanft nach unten. Halte. Nimm das hintere Bein nach vorne. Fußspitze anziehen. Knie strecken. Ganz gerade Rücken nach vorne. Schultern zurück. Die Wade, Rückseite, Oberschenkel dehnen. Vielleicht noch ein bisschen tiefer. Dann wieder aufrichten. Grätsche, rechte Ferse heben, dreh dich nach links. Kleine Bounces nach unten, richtig rausschieben die Ferse. Halten, nach vorne kommen, Fußspitze anziehen, Knie strecken, stütz dich auf die Oberschenkel. Komm eine Etage tiefer. Dann komm wieder hoch.
Hände hinten fassen, Brustbein heben. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Wenn ja, natürlich gefällt mir drücken, netten Kommentar hinterlassen, freue ich mich. Wenn du möchtest, sei morgen wieder dabei. Lade noch jemanden ein, bei der Challenge mitzumachen. Du findest übrigens die Challenge immer auf meinem Kanal, auf meinem YouTube-Kanal unter Playlists oder auf meiner Homepage auf der ersten Seite gleich. Und du kannst die Videos jederzeit machen. Also wird jetzt jeden Tag ein neues Video online gehen, die bleiben dann auch online. Löse aus, atme ein, atme aus, atme ein. Öffne deine Arme, zieh die Ellbogen zurück, ganz weit. Und atme aus, entspanne dich. Vielen Dank fürs Mitmachen, sehr, sehr fleißig, wirklich. Also, ich hoffe natürlich, du bist morgen wieder dabei. Du kannst auch jederzeit auf meinem YouTube-Kanal in den Playlists nach Videos suchen oder in die Suchzeile von YouTube irgendein Thema eingeben, das dich ganz besonders interessiert. Gabi Fastner Arme oder was auch immer. Dann findest du auch das, was dir vielleicht gefällt. Wenn du Lust hast, meine Arbeit wertzuschätzen, natürlich vielen Dank. Der Link ist unter dem Video, heißt Deine Unterstützung. Wenn du da drauf gehst, kannst du mich mit monatlich, was es dir wert ist, vielleicht 5 Euro, 2,50 Euro, 10 Euro, 20, 50, was du möchtest, unterstützen. Kannst du auch jederzeit wieder verändern. Oder ganz einfach so, bis zu unserem nächsten gemeinsamen Training. Vielleicht ja schon bis morgen.